Willkommen zum Webinar zum Brandschutz. Mein Name ist Daniel Gass. Ihre Fragen können Sie über das Chatfenster auf der linken Seite Ihres Bildschirms stellen. Wir werden Ihnen im Anschluss so schnell wie möglich antworten. Ich habe hier ein Modell einer einfachen Halle, für die wir heute den Brandschutz sicherstellen wollen. Die Lasten, zumindest die statischen Lasten, habe ich bereits eingegeben. Ganz einfach mit einem Eigengewicht, einer Nutzlast und einer Windlast. Für die Nutzlast habe ich eine Aufhängelast an den Untergurten der Binder eingegeben, damit wir auch etwas Beanspruchung in die ganze Geschichte reinbekommen. Die Windlasten habe ich von Hand definiert auf einzelne Lastebenen. Details zum Windlastgenerator finden Sie im Webinar Spezielle Lasten vom Januar 2019. Gut, um die Brandlast zu definieren, verwende ich einen neuen Lastfall vom Typ Brand. Es wird automatisch eine entsprechende Lastgruppe erstellt, damit die Lasten automatisch richtig kombiniert werden. Die Brandeinwirkung ist eine außergewöhnliche Einwirkung, das heißt, ständige Lasten werden mit dem Faktor 1 dazu kombiniert, die veränderlichen Lasten mit ihrem quasi ständigen Anteil Psi 2. Für die Windlast bedeutet das, die Windlast wird im Brandfall nicht angesetzt. Gut. Zunächst definiere ich einmal die Brandlast für die Untergurte der Binder. Wir haben den Lasttyp Feuereffekte. Ich wähle alle Binder aus und kann jetzt die Brandeinwirkung festlegen. Zunächst einmal wähle ich die Brandkurve. Die Standardbrandkurve ist die Isobrandkurve. Wir haben aber weitere Möglichkeiten. Die externe Brandkurve oder auch Außenbrandkurve verläuft, wie Sie hier in der Grafik sehen, anfänglich sehr ähnlich wie die Isobrandkurve, bleibt dann aber konstant, mehr oder weniger, oder fast konstant, während die Isobrandkurve weiter ansteigt. Es ist nichts anderes als der Zeitverlauf der Gastemperatur im entsprechenden Raum. Die blaue Kurve ist die Hydrocarbon-Brandkurve, die einen etwas heißeren Brand abbildet. Nach ESIA 261 ist die Isobrandkurve die Brandkurve, die im Allgemeinen angesetzt werden soll, falls keine weiteren Untersuchungen angestellt werden. Hier noch der Hinweis, die Isobrandkurve wird auch als Einheitstemperaturkurve bezeichnet. Diese drei Kurven sind nominelle Brandkurven. Im Gegensatz dazu gibt es parametrisierte Brandkurven oder auch Naturbrandkurven, wie sie bezeichnet werden. Das ist ein Beispiel aus dem Eurocode 1 Teil 1-2 aus dem Anhang A.
Diese Kurve verläuft ebenfalls sehr ähnlich wie die Isobrandkurve, zumindest im ansteigenden Teil, besitzt dann aber auch wieder eine Abkühlphase am Ende des Brands. Sie sehen das hier auf der Folie bereits, diese parametrisierten Brandkurven sind nicht ganz so einfach wie eben zum Beispiel eine Isobrandkurve. Die ganze Berechnung, die dahinter steht, ist relativ komplex, aber sie kann weitere Effekte berücksichtigen, zum Beispiel den Öffnungsanteil bzw. die Belüftung des Raums und die thermischen Eigenschaften der umschließenden Bauteile. Nach dem nationalen Anhang zum Eurocode 112 von Deutschland soll diese parametrisierte Kurve nicht verwendet werden. Es wird eine etwas andere Kurve definiert. Im Wesentlichen besteht diese Kurve aus drei parabelförmigen Abschnitten. Festgelegt wird sie über die rot markierten Stützpunkte. Wie diese Stützpunkte zu berechnen sind, entnehmen Sie ebenfalls dem nationalen Anhang. Zurück in Axis VM. Ich habe hier die Möglichkeit, eben diese Brandkurven zu wählen, die Isobrandkurve, die externe Brandkurve und die Hydrocarbon-Brandkurve. Die blaue Kurve ist jeweils die Gastemperatur, die schwarze Kurve ist die Stahltemperatur. Eine parametrische Brandkurve können wir ebenfalls definieren. Wir legen dazu aber weitere Eigenschaften fest, wie zum Beispiel die Grundrissfläche oder den Bemessungswert der Brandlastdichte. Wir brauchen auch die Wärmekapazität der Wände und so weiter. Um die Kurve aus dem deutschen nationalen Anhang zum Eurocode abzubilden, können wir eine benutzerdefinierte Brandkurve wählen. Ich öffne dazu den Funktionseditor und kann hier über Stützwerte diese Brandkurve eingeben. Diese Stützwerte kann ich mir von einer externen Quelle, zum Beispiel aus Excel, reinkopieren. Ich habe das hier in dem Modell bereits gemacht und diese Brandkurve einmal abgespeichert. Für unser Beispiel heute möchte ich aber ganz simpel die Isobrandkurve verwenden. Gleich darunter definiere ich die Brandwiderstandsklasse, wie ich das haben will, R30, 60, 90, je nachdem, was ich für ein Gebäude habe. Welche Brandschutzklasse, dass Sie einhalten müssen für das Tragwerk. Das ist in den Normen nur teilweise geregelt. Sie können sich diesen Wert aber sehr einfach beim entsprechenden Amt erfragen. Die Stahltemperatur können wir entweder berechnen oder wir können sie manuell angeben. In diesem Fall entfällt
die ganze Geschichte der Brandkurve. Wir berechnen das hier, das ist wesentlich einfacher. Ganz unten haben wir noch die Option, die Brandlast abzubilden. Das heißt, wir bilden die Temperaturdehnung infolge des Brands im Modell ab. Dazu brauchen wir die Referenztemperatur, das heißt, wie gewöhnlich bei Temperaturlasten, die Temperatur des spannungsfreien Zustands. Begründet oder nicht, möchte ich das hier vernachlässigen. Ich nehme damit an, dass die Zwängungen infolge Temperaturdehnung hier keine Rolle spielen. Die Brandschutzmaßnahmen werden wir uns nachher noch anschauen. Im Moment möchte ich noch keinen Brandschutz ansetzen. Ich möchte aber den Faktor für den Querschnitt automatisch berechnen. Dieser Faktor ist nichts anderes als die Oberfläche dividiert durch das Querschnittsvolumen. Weiter brauchen wir die Temperaturverteilung über den Querschnitt, das ist dieser Faktor Kappa 1, und die Temperaturverteilung über die Länge des Querschnitts. Kappa 1 kann ich automatisch berechnen. Sie sehen hier jetzt verschiedene Kurven der Stalltemperatur. Die Norm legt fest, dass die maximale Stalltemperatur im Querschnitt für den Gesamtquerschnitt anzuwenden ist. In diesem Fall sind beide Verteilungsfaktoren gleich 1. Wenn ich annehme oder wenn ich die Situation habe, dass mein Stahlträger auf einer Seite an ein Betonbauteil anschließt oder ein anderes Bauteil, dann kann ich zusätzlich die Bauteildicke und die Dichte des Bauteils angeben. Wenn ich die Temperaturverteilung noch einmal neu berechne, sehen Sie hier, dass das jetzt eben ungleichförmig verteilt ist und der Faktor Kappa 1 ist automatisch berechnet worden. Die Temperaturverteilung über die Länge des Querschnitts bleibt in diesem Fall konstant. Der ganze Träger befindet sich im gleichen Raum. Wir haben keine unterschiedlichen Temperaturen. In diesem Fall verwende ich aber eine gleichförmige Temperaturverteilung. Ich bestätige das mit OK und die Brandeinwirkung ist definiert. Ich kann diese Brandlast nicht nur für einzelne Träger definieren. Ich kann das für die gesamte Halle in einem Schritt machen. Ich erhalte jetzt zwei Register für den Stahl und das Holz, weil ich Bauteile in beiden Materialien ausgewählt habe. Die Definition der Brandlast für Holzbauteile funktioniert sehr ähnlich. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, die Isobrandkurve oder eine parametrische Brandkurve anzusetzen. Und ja, für ein einzelnes Bauteil kann ich es nicht für die gesamte Auswahl kann ich es nicht angeben, welche Oberflächen dem Brand ausgesetzt sind. Wenn ich einen einzelnen solchen Pfosten anwähle,
kann ich auch hier angeben, welche Oberflächen von diesem Querschnitt dem Brand ausgesetzt sind. In diesem Fall möchte ich aber die Standardeinstellung verwenden, dass der gesamte Querschnitt dem Feuer ausgesetzt wird. Für die Berechnung bzw. für die Nachweise funktioniert das Prinzip etwas anders für Stahl und für Holz. Für Holz berechnen wir eine Abbrandtiefe, das heißt, wir führen einen Nachweis mit reduziertem Querschnitt und natürlich auch reduzierten Lasten, weil wir uns in einer außergewöhnlichen Bemessungssituation befinden. Für den Stahl führen wir einen Nachweis mit reduzierten Festigkeiten, beziehungsweise wir führen den Nachweis bei einer bestimmten Temperatur. Ich führe jetzt die Berechnung durch. Und bemesse zunächst einmal wieder die Untergurte der Binder. Ich lege die Bemessungsparameter fest. Querschnittsklasse bestimme ich automatisch. Das Bemessungsbauteil soll über die gesamte Länge des zusammenhängenden Stabs verlaufen. Das heißt, die Knickfaktoren beziehen sich auf die Gesamtlänge des Untergurts bzw. in diesem Fall des halben Untergurts, weil wir hier einen Knick drin haben. Um die schwache Achse möchte ich einen Knicklängenbeiwert von 1 verwenden, um die schwache Achse von einem Viertel, um die starke Achse von einem Viertel. Ich gehe davon aus, dass die Pfosten und Diagonalen in diesem Fachwerk eine Knickhalterung für diesen Untergurt darstellen. Vermutlich wird das Knicken um die starke Achse hier aber ohnehin nicht maßgebend. Im Brandfall bin ich mir aber nicht so sicher, ob dieses Holzfachwerk wirklich noch als Knickhalterung aktiv bleibt. Ich kann deshalb für den Brandlastfall oder für die Brandlastkombinationen die Knicklänge anders festlegen. Die Gebrauchstauglichkeitsnachweise schalte ich in diesem Fall einmal aus. Für die Bemessungssituation Brand sind sie nicht von Bedeutung. Die Bemessung unter Brandlasten dauert einen kurzen Moment länger als unter rein statischen Lasten. Ich erhalte hier noch den Hinweis, dass der Effekt der Wölbkrafttorsion nicht berücksichtigt wurde. Ich nehme das mal so zur Kenntnis. Wir erhalten jetzt die Ausnutzung im Tragfähigkeitszustand über die Parameter zur Darstellung habe ich die Möglichkeit, die Standardeinstellung ist automatisch, ich kann umschalten auf frei definierte Kombinationen und kann mir die außergewöhnlichen Bemessungssituationen betrachten, das heißt in diesem Fall die Bemessungssituation Brand. Sie sehen hier, die Ausnutzung ist überschritten, beziehungsweise die Ausnutzung ist größer als 1. Die Nachweise im Brandlastfall sind nicht erfüllt.
Auch hier kann ich den Stab anklicken, um zu sehen, welche Nachweise nicht erfüllt sind, und ich erhalte in der Bemessungsberechnung die Details. Hier insbesondere wichtig, die Bemessungstemperatur liegt hier bei 767 Grad Celsius, die kritische Temperatur aber nur bei 713 Grad. Gut. Über das Menü Fenster möchte ich das Fenster aufteilen und ich stelle links die Ausnutzung da unter rein statischen Lasten oder unter gewöhnlichen Bemessungssituationen und rechts eben die außergewöhnliche Bemessungssituation für den Brand. Um diesen Nachweis jetzt auch noch zu erfüllen, kann ich zum Beispiel die Brandlast anpassen. Und ich möchte hier einen Brandschutz ansetzen. Jetzt werden diese vier weiteren Parameter aktiv. Ich definiere die Wärmekapazität, die Dicke, die Wärmeleitfähigkeit und die Dichte vom Brandschutzmaterial. Weiter kann ich hier auch auswählen, wie mein Brandschutz angeordnet bzw. ausgeführt wird, ob er direkt am Träger anliegt oder ob er als Kasten um den Träger herum eingebaut wird, so dass wir innerhalb von diesem Brandschutzmaterial nochmal einen Luftraum haben, der die Stahltemperatur weiter reduziert. Auch hier berechne ich noch einmal die Temperaturverteilung. Auch in diesem Fall bleiben beide Faktoren gleich 1. Was wir aber sehen, diese schwarzen Kurven der Stahltemperatur sind mit Brandschutzmaßnahmen deutlich geringer als ohne. Was grundsätzlich Sinn macht. Der Brandschutz soll ja die Stahltemperatur reduzieren. Ich führe die Berechnung noch einmal durch. Und bemesse das Ganze neu. Und dann sollten wir hoffentlich den Nachweis auch im Brandfall erfüllen. Wir sehen hier sogar, dass die Ausnutzung mit 0,66 ungefähr sogar kleiner ist als als in den gewöhnlichen Bemessungssituationen mit einer Ausnutzung von 0,94. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen haben wir in den gewöhnlichen Bemessungssituationen höhere Lasten als in den außergewöhnlichen Bemessungssituationen. Zum anderen haben wir die Knicklängenbeiwerte eben für gewöhnliche und außergewöhnliche Bemessungssituationen anders festgelegt, wobei das in diesem Fall vermutlich keinen Unterschied macht. Ich möchte das Gleiche noch einmal wiederholen für ein Holzbauteil. Ich verwende dazu die Pfosten von meiner Ausfachung. Auch hier lege ich die Bemessungsparameter fest. Im Wesentlichen ist es das Gleiche. Wie ich die Konstruktionselemente zusammenstelle, spielt in diesem Fall keine Rolle, weil wir in diesen Pfosten keine Zwischenknoten haben. Ich verwende hier die gleichen Knickfaktoren für den,
für die gewöhnlichen und den Brandlastfall. Auch hier spielt die Gebrauchstauglichkeit für die außergewöhnliche Bemessungssituation keine Rolle. So, ich kann hier das Ganze noch etwas größer darstellen. Auch in diesem Fall sehen wir, in gewöhnlichen Bemessungssituationen sind die Nachweise erfüllt. Im Brandfall mit dem reduzierten Querschnitt jedoch nicht. Auch hier können wir uns die Einzelnachweise aufrufen und auch hier gibt uns die Bemessungsberechnung die Details, warum diese Nachweise nicht erfüllt sind. Die effektive Abbrandtiefe liegt hier bei 31 mm. Der Querschnitt ist aber nur in Anführungsstrichen 80 mm stark. Das heißt, es bleibt ein tragfähiger Querschnitt von knapp 2 cm übrig. Dieser ist nicht in der Lage, die Lasten abzutragen. In diesem Fall möchte ich keine Brandschutzmaßnahmen vorsehen, sondern unter den Elementen ändere ich den Querschnitt. Ganz zufällig habe ich hier bereits einen größeren Querschnitt im Modell definiert. Sie können das aber auch problemlos nachträglich noch machen. Auch in diesem Fall muss ich die Berechnung neu durchführen. Genauso wie die Bemessung. Und wir sehen jetzt sind auch die Nachweise im Brandlastfall oder im Brandfall erfüllt. In diesem Fall ist die Ausnutzung mit knapp 0,8 höher als in den gewöhnlichen Bemessungssituationen mit 0,5. Wie gewohnt können Sie sich auch dieses Webinar wieder auf unserem YouTube-Kanal anschauen, wo wir uns immer über Ihre Bewertung und/oder Kommentare freuen. Sie dürfen unseren Kanal auch gerne abonnieren und sich benachrichtigen lassen, wenn neue Videos erscheinen. Das nächste Webinar findet am Freitag, dem 25. Juni 2021 statt, wieder um 11.15 Uhr. Es geht dann um die Bemessung von Schutzräumen nach TWK 2017. Ich entschuldige mich bei unseren Zuschauern aus Deutschland und Österreich. Ich denke, für Sie ist dieses Thema weniger interessant. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.